Ja, das tut gut. Voll geil. Ja, wobei ich sehe ja schon die Fragezeichen über den Köpfen stehen, oder? Hä? Was soll das mit den 50 Jahren? Das habe ich ja überhaupt nicht. Was meine? Verstehst du, was das soll mit den 50 Jahren? 50 Das ist ganz einfach erklärt. Wir haben uns 1991 kennengelernt, sind 25 Jahre, mal 2 sind 50. Ganz einfach. Ja. Sieht ja auch besser aus als 20. 1000-mal geiler. Ja. Ja, genau. Und außerdem fühlt es sich auch an wie 50 Jahre. Also gerade wenn ich mir hier den Weihnachtsmann mit Glatze angucke. Ja? Das Koffein-Shampoo, das hat überhaupt nicht funktioniert, oder? Das sagt ja wohl der Richtige jetzt. Wer lässt sich mit Ende 50 nochmal die Haare lang wachsen? Ja? Sonst wäre Ray Garvey für Kassenpatienten. Das ist sehr witzig. Zum Totlachen. Ja. Jedenfalls, wir präsentieren jetzt unser Jubiläumsprogramm. Das Beste, das Tollste, das Lustigste aus den letzten 20 Jahren. Also wir sind so in 5-6 Minuten eigentlich durch. Wir haben den Brad Pitt. Was? Wir haben ja wohl den Brad Pitt. Ja, 2-3 Minuten. Ja, gut. Ja. Also kennst du ja wohl den Brad Pitt. Ja, ich kenne den Brad Pitt natürlich. Brad Pitt kennst du? Ja, den Brad Pitt kenne ich. Aber weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Weißt du, was der Brad Pitt für einen scheiße Namen hätte, wenn der in seinem Namen gar keine Vokale hätte? Da hieß er ja... Musst du dir mal vorstellen, wie scheiße, oder? Stell dir mal vor, bei der Oscar-Verleihung. Und der Oscar geht dieses Jahr an den Harrison Ford, an den Robert De Niro und an den... So ein Arschloch. Ja gut, ich meine, er heißt ja gar nicht... Aber Brett alleine, was ein Kackvorname. Ja. Brett, wer nennt sein Kind Brett? Aber echt, ja? Wenn es wenigstens ein Mädchen wäre. Ja. Das könnte fast gar los machen bei dem. Ja, hatte die Eltern hatten Baumarkt, die Bretter waren im Angebot. Ach komm, dann nenne mein Brett, ist doch scheißegal. Kann ich mein Kind auch gleich Hohlraumdübel nennen? Ganz genau. Hohlraumdübel, wenn er. Ja, klar, natürlich. Ja. Oder Feuchtmörtel. Ja. Feuchtmörtel Niederreichholz. Ja. Wenn es wenigstens ein Mädchen wäre. Ja. Also Feuchtmörtel wäre ein geiler Mädchen. Das stimmt. Glatze. Die Amis haben sie eh nicht mehr alle mit ihren Vornamen. Gerade die Schauspieler. Zum Beispiel Kanu Reeves. Was, Kanu? Kanu! Meine Halbindianer oder was hört denn Kanu Reeves? Schlimmer finde ich nur die Kiefer Sutherland. Wir nennen sein Kind nach dem Nadelbaum. Ja, aber echt? Ja, da kann ich doch gleich Birke nennen. Ja. Gut, wobei das kein Nadelbaum ist jetzt. Eiche könnte, nee, Tanne könntest du nennen. Tanne. Ja, Tanne. Ja, oder Eiche. Nein, das heißt. Eben nicht. Das ist kein Nadelbaum. Ach so. Wobei, das geht ja wieder bei den Türkinnen. Ne? Eiche kannst du ja, nicht. Das stimmt, ja. Jetzt stell dir mal vor, der Brad Pitt hätte in seinem Namen überhaupt keine Konsonante. Da hieß er R-I. Das wäre noch schlimmer. Ja, stell dir mal vor, der Til Schweiger hätte in seinem Namen keine Konsonante. Da hieß er I. Ah, yeah. Ja. Das wäre auch ganz schön scheiße. Aber ich freue mich aufs Hotel, Lars. Was? Gerade angefangen. Trotzdem freue ich mich aufs Hotel. Das ist der Hammer. Vorfreude ist die schönste Freude. Bei mir würde ich so ergehen, ich freue mich ein zweites Loch in den Arsch. Ach komm. Das ist der Hammer. Das ist wirklich geil. Ich habe mir heute wieder noch ein Batman-Heft gekauft. So geil. Ich mache das Fernsehen im Hotel gar nicht mehr an. Ich lese den Batman, bis ich einschlafe. Da freue ich mich drauf. Der Batman. Du kennst ja wohl den Batman. Ja, ich kenne den Batman. Der Batman. Der Batman ist mein Lieblings-Superheld. Das ist der Hammer. Was der für Geschichten erlebt. Der Batman. Das ist dein Lieblings-Superheld. Das ist mein Lieblings-Superheld. Ah ja, gut, dann halte ich lieber die Fest. Ja, sag ich nicht. Nee, ach, du kannst ja lesen, was du willst, Batman. Batman. Ja, gut, aber ich meine, okay, ich muss es jetzt trotzdem, du weißt ja hoffentlich, der Batman hat ja gar nichts drauf. Ne? Der Batman kann ja nichts. Kannst du es einfach mal sein lassen? Ja, der Batman kann doch nichts. Das ist doch nicht wahr. Ja, aber die hat doch keine zwei Namen. Der Batman hat doch gar nichts drauf. Gar nichts kann der Batman. Der Batman kann nur mit seinem Drecksauto durch die Gegend fahren. Sieht immer aus, wie wenn jetzt so ein Tuntenball auf den Autobahnpark fährt. Sonst kann der Batman gar nichts. Der Batman ist der allergrößte. Ja, der Batman ist der allergrößte Superheld-Spastiker, der rumläuft. Der Batman heißt im richtigen Leben Bruce Wayne. Der hat eine Doppelidentität. Kriegt das erstmal hin, ohne schizophren zu werden. Und wenn er dann der Batman ist, dann schwingt er sich an seinem Seil durch die Häuserschluchte von Gotham City. Der Batman hat einen Bumerang, ist volle Programm. Oh, Alter, hat er so einen kleinen Bumerang. Jetzt habe ich aber Angst vor Batman. Ne? Hat er so einen Drecksbumerang wie so besoffene Aborigine oder was? Gar nichts hat er drauf, gar nichts, der Batman. Im Gegensatz zu den anderen Superhelden. Jeder einzelne andere Superheld hat mehr drauf als der Batman. Ja, zum Beispiel der Hulk oder was? Zum Beispiel sogar der Hulk. Der Hulk kann nicht mal reden, wenn er grün ist. Und dafür kann er alles kaputt haben, wenn er grün ist. Da kommt's ja an, oder was? Ach komm.
Und am allerbesten ist sowieso der Superman. Und das ist ja klar. Ja, ist der Beste. Ja, super, der Superman, ja. Außerirdisch, ja. Ist der Beste. Ja, er ist der Beste. Das ist ja nicht Superman. Er heißt ja Superman, weil er super ist. Und super ist das beste Wort, was es gibt. Gibt kein besseres Wort als super. Sonst ist er ja einigermaßen Goodman oder ausreichend Man oder was auch immer. Aber er heißt ja Superman, weil er super ist. Und ich kann es dir auch beweisen, ja. Stell dir mal vor, da kommt so ein Zug angefahren, ja. Da hinten kommt der Zug angefahren. Oder hier, die Gleise sind schon auseinandergesprengt worden von so Terroristen, ja. So, da muss ja der Superman einfach nur mal kurz über die Gleise drüber fliegen, glotzt da mit seinem Wärme. Das heißt Hitzeblick, ja, Hitzeblick halt. Da sind sie wieder zusammengeschmolzen und der Zug kann schön drüber fahren. Da kann der Batman in der gleichen Zeit 100 Bar sein Drecksbumerang dagegen schmeißen. Da passiert überhaupt nichts. Der Zug entgleist 150 Tote, viel. Vielen Dank, Herr Batman! Lange werden wir noch wach, heißer, dann geht's nach Lorette Mar. Ich weiß, Sie müssen wissen, die Peggy und ich, wir haben uns mal eine Busreise nach Lorette Mar gegönnt, also eine einwöchige Busreise. 3 Tage hin, 1 Tag dort, 3 Tage zurück. Und das Ganze für nur 49 Euro bei Sonnenklar-Dipfer. So schön. Oh, Peggy, ich seh's schon am Bus stehen. Lorette de Mar. Du sag mal, meinst du, das ist vielleicht sogar am Meer? Oh, Peggy, das weiß ich nicht. Und wenn es in Bergen wäre, wäre mir so egal. Langsam mal nach Italien. Genau. Wenn wir dann angekommen sind, dann gibt es erstmal Prosecco oder Hüge. Oh, Peggy, da freue ich mich. Das will man, aber war mir ja klar. Was ist denn jetzt? Ist sofort wieder Alkohol saufen, wenn wir da sind. Sofort sich ein Alkohol wieder reinschütten. Ja, also, und dann legst du wieder den ganzen Nachmittag besoffen am Pool. Also am Pool, am Swimming Pool. Weißt du, genau, da, man muss doch aber wirklich, man muss doch nicht immer nur Alkohol trinken. Oh, Peggy. Ja, man kann auch mal was anderes trinken. Und zum Beispiel? Zum Beispiel einen Saft trinken. Was für ein Saft? Maracuja-Saft. Also wegen Saft. Das eine wird doch mit A geschrieben, das andere mit Ö, das ist doch der Hammer. Das heißt eigentlich, dass man das ist eigentlich das andere ist. Das ist wirklich meine Lieblingsstelle im Programm. Nur Sie haben faktisch zu wenig gedacht. Ja, viel zu wenig. Das ist eine Sollachstelle. Also da haben viel zu wenig drüber gesprochen. Das ist die beste Stelle im Programm. Definitiv die beste Stelle im ganzen Programm. Ja. Deswegen machen wir so lange nochmal, bis alle herzhaft darüber lachen. Ja. Also, es zählt auch frenetischer Applaus. Also, man muss doch nicht immer nur Alkohol trinken. Okay, Peggy. Man kann auch mal was anderes trinken. Zum Beispiel? Zum Beispiel einen Saft trinken. Was ist Saft? Maracuja-Saft! Yeah. Die Flugzeugkammer grillen und heute jeden Baum einen leckeren Minutensteak. Also, ich hab das schon mal vorbereitet. Das ist normal was für ein Penis. Aber passt auch schön ein Stück Bauchfleisch rein. So, jetzt ist es voll in der Vase. Sie nehmen einfach eine Dose Haarspray. Feuerzeug haben Sie auch, oh, mein Waren. Haben Sie das zu Hause? Und dann legen Sie das, machen Sie das so, zünden da einfach an. So, und da ist das auch real. Ob bei Regen in Rom, Sonnenschein in London oder Wind in New York, das schmeckt immer garantiert. Und dann gibt es blumigen Geschmack. Ah, mein Waren. Ich habe jetzt den vollen Programm getragen, wenn du so weitermachst. Irgendwann wiegt dein Jacke 30 Kilo mit dem ganzen Handy. Das ist mir scheißdreck egal, Hauptsache ich habe die ganzen Netze, ich habe die volle Programm, ich habe D1, D2, E+, SIMD, Simio, ich habe Kras Klarmobil, ich habe Kongstar, ich habe die. Trag das geht! Hast du all die Talk? Alte, ich habe sogar Chibo. Aber der Ausschlüssel von Chibo, der mich abgerippt, wo ich mir die Handy gekauft habe, war keine SIM-Karte drin. Weißt du, wie ich meine, Alter? Konkret, hast du dich abrippen lassen von Chibo? Alter, ich hab mich nicht abrippen lassen. Ich bin normalen Filiale vorbei und habe einen Anklagen reingeworfen. Konkret, normale Reaktion. Ich weiß. Und war kaputt. Ich bin normal. Die ganze Stadt war voll mit Kaffeestaub. Kannst Costa Rica gehen, ja, blind. Konkret, scheiße. Aber Dragan, du hast nichts drauf, du hast nur neue Handy. Ich hab noch besser wie du, ich hab neue Hund und neue Auto. Was geht? Neue Hund und neue Auto.
neue Auto, das sind ja zwei Sachen auf einmal. Ich weiß konkret. Was hast du für Hund? Der Hund ist so krass. Ist sie korrekt? Der ist der krasseste Hund, wo ich hier. Der ist so aggressiv. Ist der aggro? Der ist so aggressiv. Korrekt. Der ist so aggressiv. Der ist Bullmastiff. Bullmastiff, der ist korrekt krass. Der ist ein krasser Hund, Alter. Ich weiß. Der ist groß, Ist die groß? Wie groß ist der? 90 Zentimeter. 90 Zentimeter? Nicht hoch, breit. Alter. Und der ist noch Welpe. Das ist so krass drauf. Und neue Auto habe ich auch. Ah, den ist korrekt, was hast du? Nee, diesmal habe ich nicht so ein Assi-Schussel, diesmal habe ich nur ein Auto mit Zitil, weißt du? Korrekt. Oldtimer. Das ist korrekt, Alter. Was hast du dir geholt? Hast du krass Camaro oder Corvette oder krass Mustang? Was geht's? Was meinst du? Was warst du? Pink Cadillac? Pink Cadillac bist du schon wohl? Bist du schon wohl? Ich hab Oldtimer jetzt, weißt du? Was hast du? Normal, richtig Oldtimer. Ich hab BMW 315 hier, Baujahr 83. Weißt du? Da willst du mich verarschen mit Winterreifen auf Schädelfelgen. Original Winterreifen. Alter, was geht? Drehst du durch? 82, 315, der hat 65 PS, was geht? Der ist doch korrekt. Wer langsam macht, kommt auch ans Dächtigen. Und was ist der für ein Modell? Ist der krass Coupé oder ist der Viertüre oder was geht? Zuerst war Coupé. Und was ist jetzt? Gret, ich hab selber Cabrio gemacht mit Flex. Selber? Gret, ich hab den Flex genommen, bin einmal um den Dach rumgelaufen und den Dach abgeflext und jetzt hab ich krass Cabrio. Alter, hast du nicht mehr alle Tassen in meinem Kopf, Alter? Der ist Mitte Januar, jetzt kommt ein Eisregen, kommt auf den krass von Frankreich, Alter. Damit im Winter machst du Cabrio oder was geht? Den scheiße Dreck, halt mal die Fresse, ich mach mir Cabrio, wenn ich Böcke hab. Und unter den Eisregen fahr ich einfach durch. Und außerdem habe ich den Dach noch in der Garage stehen, ich kann gerade wieder drauf schweißen. Krass Hardtop. Denkst du Scheiße? Ich hab korrekt ein neues Auto, hab ich dir erzählt? Ich hab jetzt Mercedes-Benz E-Klasse, AMG 6,3. AMG 6,3? In der Hubra, weißt du, wie ich meine, Alter? Wie Bushido. Konkret, der ist so ein korrektes Auto. Dragan, was heißt AMG? AMG, der heißt Automotor gut. Was? Weil die korrekt ist, weißt du, dieses Automotor ist gut, weißt du, die ist so korrekt, weißt du, aber ich sag die eine, ich hab bei der Maschine, der war meine Gitarre genug, 6,3 Liter Kindergeburtstag, Scheißendreck, weißt du, wie ich mein, da bin ich sogar an, hab mir eine Schlagbohrmaschine geliehen, Motorhaube auf, die sind in den Köpfen ab, dann hab ich in den 8-Zylinder reingebaut, die ist jetzt AMG 12,5. Weißt du, und die ist so korrekt, der hat jetzt so ein korrekter Sound, mein AMG, weil der Kolbe, der passt ja nicht mehr rein in den Zylinder, weißt du, der hat korrekt metallische Sound. Der ist so korrekt, Alter. Ich glaube dir, aber der verbraucht jetzt bestimmt ganz schön viel Schibirit, oder? Normal braucht der Schibirit, Alter. Der ist doch normal viel Hubraum und braucht viel Schibirit. Konkret. Weißt du, wie ist ja klar, wenn der Kolben nicht mehr reinpasst in den Zylinder, dann läuft der Schibirit einfach an der Kolben vorbei, direkt in die Aufkunft. Bei meinem Auto ist ein brandgefährlicher Angelegenheit, Alter. Wenn du deine Zigarette aufwählst, hast du kurze Augenbrauen. Alter, und den natürlich braucht der viel Schibirit. Ich schätze, der braucht 350 Liter Schibirit auf 100 Kilometer. Weißt du, aber den brauche ich nicht mehr, weil ich glaube, die Maschine hält kein 100 Kilometer mehr. Weißt du, ich glaube, der hält noch 10, 12 Kilometer. Und dann braucht der Auto vielleicht noch, lass mich kurz rechnen, 6,3 Liter. Dann gibt es ja nicht genau wie vorher Hubraum. Ich weiß. Du bist gut in den Kopf rechts. Ich weiß. Aber du bist aber auf meinen Hausschulabschluss. Der sieht mir, dass du Hausschulabschluss hast. Aber ich habe noch mehr Böcke gehabt, denn ich Realschule noch in den Drang gehen. Nicht? Realschule war mir immer zu schwer. Aber Dragan, sag mal, du hast echt was drauf. Du hast mehr drauf wie mein Berufsschullehrer. Was meinst du, was bist du immer noch Berufsschule? Konkret bin ich immer noch Berufsschule. Bei mir in Berufsschule, da ist lustig, weißt du, der Stoff ist jedes Jahr der gleiche, aber die Leute sind immer andere. Konkret, seit 30 Jahren Berufsschule.
Das ist korrekt. Noch Kraskini bekommen. Rekord. Korrekt. Und Berufsschule läuft? Oh, läuft. Der läuft gut. Ich bin zufrieden. Berufsschule läuft richtig gut. Ich sehe, bin ich echt, ich bin stolz auf meinen Leisten. Korrekt. Was kriegst du Zeug? Wie ist es zum Beispiel? Ja, gut. Gut. Die kriegst du gut? Ich habe gute Zeug. Was kriegst du? Was kriegst du zum Beispiel? Kopfnote zum Beispiel? Korrekte Aufmerksamkeit? Die Aufmerksamkeit ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aufmerksamkeit, da kriege ich ein Sex. Ja, die ist doch scheiße, Brigalde. Die ist nicht so schlimm, weil ich habe so einen Zettel von der Arzt, weil ich habe der Aufmerksamkeit-Defizit-Syndrom. Krass, A, B, S. Und was kriegst du Fleisch? Fleisch krieg ich auch ein Sex. Alter, das ist doch scheiße, Dreck. Ich muss unbedingt nochmal zu der Arzt. Ich bin mir sicher, ich habe auch den Fleischdefizitsyndrom. Krass FDP. Und was kriegst du Sozialverhalten? Sozialverhalten-Defizitsyndrom. Alter, was geht von wegen Berufsschule läuft? Kriegst du nur 6 in dein Zeugnis? Was geht? Scheiße, Dreck. Nicht mein, natürlich nicht meinst du, ich bin dumm oder was? In mein Lieblingsfach, in Geschi, da bin ich besser. Da krieg ich sogar einen 5. Alter, mach dir doch mal Gedanken, schalt doch mal den Gerät an zwischen den beiden Ohren. Vielleicht ist ja sogar dein Versetzung gefährdet. Kugelindrager, warum sollte mein Gesetzung gefährdet sein? Weil ich habe gehört, mit einer 5 bleibt man nicht sitzen. Ich bin ja nicht dumm, oder? Bist du dumm? Bist du ein Schülerwohl? Was machst du für Auszubildung? Ich mach bei Auszubildung, weil ich zu groß und Einzelhandel Kauffrau, oder wie er ist. Weißt du, bei meinem Onkel am Bahnhof, der hat ein kleines Geschäft am Bahnhof. Am Frankfurt der Bahnhof? Kriegt Import, Export. Deswegen mach ich auch direkt beides zusammen. Groß und Einzelhandel Kauffrau, direkt beide. Groß und Einzel, dass ich beides drauf habe. Import und Export. Sonst habe ich später, wenn ich mal nur Großhandel Kauffrau mache, kann ich nur importieren. Und legt später mal Glück ab. Das ist scheiße. Und da habe ich keinen Böcke drauf. Hast du einen Aufwasch direkt? Direkt beide. In 30 Jahren bin ich fertig. Wie ich durch. Große einsame Kauffrau. Die hat auch Hand und Fuß, weißt du? So wie ich. Ich weiß nicht, ich hätte gar keinen Bock. Gar keinen Böcke hätte ich auf Mittelhandel Kauffrau. Das ist nur Mittel, weißt du? Ich weiß, das ist scheiße im Dreck. Ich liebe groß und eins, beide. Richtig krass wäre groß, mittel und eins. Aber das ist mir zu schwer. Mini und Mikro und Einzelhandel. Geht gar nicht. Was machst du? Im Moment, ich bin in Lage, bei meinem Onkel in Lage. Jeden Morgen, ich sortiere Tic-Tac. Jeden Morgen kommt mein Onkel mit einem großen Schuss voll mit Tic-Tac und dann sortiere ich Orange, Weiß, Weiß, Weiß. Wenn ich nicht sicher bin, esse ich einen Kopf. Das ist konkret. So korrekt. Das ist echt korrekt. Und jetzt habe ich was geht dann? Du mach mal lieber deine Auszubildung fertig. Was geht? Du klingst so traurig. Die ist auch scheiße Dreck. Die hat mich schon wieder rausgeworfen aus meinem Job, wo ich gearbeitet habe. Ich habe doch meine Auszubildung nicht fertig gemacht. Ich muss jetzt Job und ich schmeiße mich alle Nasen lang raus. Aber du warst doch auf Baustelle. Korrekt. Ich war auf Baustelle und der war auch korrekt. Ich habe so einen Chef Hass gehabt. Der war so korrekt, mit den Kollegen zu arbeiten. Weißt du, ich war doch ein Chef Engler. Ein Schepengle? Korrekt. Mit was für ein Bauschepengle? Richtiger Schepengle. Ein Schepengle schietift. Konkret. Trotzdem war ich schon ein Schepengle. Konkret. Und mein Schepengle-Meister, der hat so einen korrekten Humor gehabt. Der war lustig, jeden Morgen hat er mir einen Witz erzählt. Dann einen Tag hat er mir einen Witz erzählt. Alter, ich hab mich totgelacht. Ich hab mich 3 Stunden auf der Schenke gehabt. Alter, der war grün und blau geschlagen. Ich war 4 Wochen krank geschrieben. Alter, der war so korrekt, halt ich fest, Alter. Was ist schwarz und hängt an der Decke? Alter, ein schlechter Elektriker. Alter, ist der korrekt und noch besser kommt. Was ist schwarz mit grünen Punkten und hängt an der Decke? Der gleiche Elektriker in 3 Wochen. Alter, ist so korrekt, Alter. Weißt du, ich meine, so lustig. Das ist echt korrekt. Ich weiß. Und ich raffe auch. Weil der hat sich aufgehängt. Alter, der hat sich nicht aufgehängt, der war ein schlechter Elektriker. Konkret, deswegen hat er sich aufgehängt, weil der ein schlechter Elektriker war. Da hat er keine Aufträge mehr bekommen und da hat er gerade noch ein Existenzgründungsdarlehen aufgenommen. Hat sich gerade noch ein neuer Satz Kreuzschlitzschraube hier gekauft.
Dann hat er keine Aufträge mehr bekommen, hat sich aufgehängt. Der ist echt lustig. Der ist auch meine neue Lieblingswitz. Zieh dir den rein. Was ist schwarz und ist ein schlechter Elektriker und hängt an der Decke und ein schlechter Elektriker. Und noch besser, warte, jetzt kommt es richtig. Jetzt nicht raus. Was ist schwarz und ist ein schlechter Elektriker und hat grüne Punkte und ist, ist ein, und hat sich aufgehängt. Ein schlechter Elektriker. Aber eine Sache darf ich nicht. Ich bin ja nicht dumm, aber ich raffe nicht, warum hat der zweite Elektriker grüne Punkte? Was haben wir? Der raff ich nicht, Der ist gar nicht lustig. Und dann habt ihr mich rausgeworfen. Okay, warum habt ihr dich rausgeworfen? Ich konnte nichts dafür, ich bin abhängig geworden vom Toilettentennis. Was? Toilettentennis? Okay, da bin ich abhängig, ich bin süchtig geworden nach Toilettentennis. Wir waren auf einer neuen Baustelle. Ich wollte mal eine Zigarette rauchen, dann bin ich mal, hab ich gesagt, ich muss auf Toilette. Und bin in die Kabine, hab die Tür zugemacht, mich hingesetzt, mir meine Zigarette eingeschüttet, vorne an der Tür steht, da steht, kommen Sie, wir spielen Toilettentennis, bitte schauen Sie nach links. Und ich gucke links und da steht, bitte schauen Sie nach rechts. Und da steht, bitte schauen Sie nach links. Bitte schauen Sie nach rechts. Bitte schauen Sie nach links. Bitte schauen Sie nach rechts. Also ich habe mir den Match natürlich zu Ende angeguckt. Ich habe 4 Stunden auf Toilette verbracht. Aber also dann bin ich jeden Tag, ich bin krass abhängig geworden. Ich habe jeden Tag 3-4 Stunden Toilettentennis geguckt. Dann der erste Match ist in Tiebreak gegangen. Also der Scheiße. Ja, aber warum bist du nicht einfach auf die Frauentoilette gegangen? Was soll der bringen? Greta, dauert ja nicht so lange, die spielen nur 3 Sätze. Und nachts haben wir dann die Steine in die Bette hängen, dass sie uns nicht wegschwimmen. Und morgens zum Frühstück haben wir einen Schlick von den Steinen runtergelutscht. Der Schlick von den Steinen, da wäre ich froh gewesen. Auf dem Teppich vor dem Wohnwagen haben wir gesessen und direkt die Steine gefrühstückt, wie andere Leute, die Äpfel. Ein Teppich, da wäre ich froh gewesen. Wir waren so arm, meine Mutter hat mit mir die Teppiche ausgeklopft und hat sie nicht mal aufgehängt dafür. Meine Mutter, da wäre ich froh gewesen. Ich habe meine Mutter nur einmal gesehen mit meinen eigenen Augen. Eigene Augen. Da wäre ich froh gewesen. Oh. Ja. 3 Geschwister waren wir zu Hause, ein paar Augen haben wir uns geteilt. Zu meinem 3. Geburtstag habe ich mein erstes Paar Holzaugen geschenkt bekommen, das sieht so scheiße aus. Bis zu meinem 3. Geburtstag haben meine Eltern mich da jeden Morgen als Eierbecher missbraucht. Ja. Und singen für euch einen Klassiker von uns, den wir schon vor Jahren in weiser Voraussicht geschrieben haben. Und das ist voll der dufte Song. Und was ist los, Malte? So. Okay. Entschuldige, liebe Gitarre, für diesen chauvinistischen Akt. Einfach trocken reingesteckt. Ja, das kennt man wohl hier in Lautern. Okay, Traum. Voll fies. Okay. So, und das Lied heißt aus gegebenem Anlass nett zu dunkelhäutigen Menschen. Genau. Und das Lied hat wie jedes ordentliche Lied auch einen Mitmachteil. Und zum Mitmachteil teilen wir das Publikum hier zwischen den beiden Monitoren in der Hälfte durch. Genau. Und auch oben natürlich. Ja. Genau. Und dann singt die eine Hälfte was und dann die andere. Und das wird vollkommen dynamisch. Dufte. Genau. Das ein Lied für die Integration. Ja, unser Integrationshit. Weil ich finde es echt, muss ich sagen, voll fies. Am Anfang rufen alle Refugees welcome. Und dann will man mit den Gepflogenheiten der Menschen nichts zu tun haben, hat man ja an Silvester gesehen. Deswegen haben wir das Lied geschrieben und wir erklären das mit dem Mitnachteil dann nachher nochmal genauer und das wird echt super. Okay, los geht's. Ja. Die Welt ist bunt wie ein Regenbogen. Die Welt ist bunt wie ein Regenbogen. Und sie ist bunt. Und sie ist bunt wie ein Luftballon. Wie ein Luftballon. Und alle
und alle Menschen, die auf der Erde wohnen. Auch du, mein Freund Tabaluga. Sollen heute Freunde sein. Liebe Freunde, blau und gelb und gelbe Bocke sind Farben, die ich mag. Blut und Weiß und Ultraviolett. Ich meinte es bis denn wir sind nett, hey, zu dunkelhäutigen Menschen. Sie sind gut drauf, was ist das gut? Ja, wir sind nett. Du bist kein Alter, sie sind Knorkel. Du hast eine große Kultur. Und denk doch mal an Nelson Mandela, an Mahatma Gandhi, an Professor Kofi Annan. Sind doch echt von Knorke-Typen. Die haben euch doch gar nichts getan. Blau und Grün und Gelb und Rot sind Farben, die ich mag. Blau und Schwarz und Ultraviolett. Ich meine es, wie ich sag. Das Publikum hier in der Mitte durch. Genau. Und also, aber es ist so, dass wir keine Familien auseinanderreißen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir, also Familienmitglieder dürfen sich, wenn sie auf links oder rechts neben der gedachten Linie sitzen, können sie also sich zu der einen oder anderen Seite, je nachdem, wo mehr Familienmitglieder sitzen, dazu, also zu dieser Seite. Ich glaube, ich habe es ganz gut erklärt. So, und die Hälfte sind dann also, denn wir sind nett. Und ihr, hey, zu dunkelhäutigen Menschen. Genau. Ja? Also die Seite hat ein bisschen mehr als die. Aber das kriegen wir schon hin. Und dann spiele ich natürlich noch ein Melodica-Solo. Ja, genau. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Also, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Ja. Wir schaffen das, weil wir das schaffen. Okay. Also, jetzt los. Können wir gleich abbrechen. Hm? Also, die Hey-Seite war tausendmal lauter als ihr. Und das ist ja wirklich komisch. Was ist denn da los bei euch? Ja? Kommt euch wohl nicht so leicht über die Lippen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Der braune Sumpf von Kaiserslautern. Ja, jetzt gebt euch mal ein bisschen Mühe. Ja, genau, los jetzt. Von rechts wie aus einem Mund. Ja. Entschuldigung, los geht's. Denn wir sind nett. Hey! Zu dunkel, Menschen, nicht Mädchen, aber jetzt
Kommt jetzt einmal richtig. Denn wir sind blind. Hey! Tut auch der heutige Mensch. Okay, und jetzt das Melodica-Solo. Eins, zwei, drei, vier. Malte, Torben. Was? Ich bin Malte. Hier. Torben. Was? Torben. Was denn, Malte? Torben. Was machst du hier so? Drum? Nein, das ist. Das tut mir leid, aber das war echt nicht gut. Das war ja überhaupt kein Solo. Das war nur ein Ton. Ja, aber der hat gestimmt. Ja, aber. Solo ist nicht ein Ton. Ja, das machst du doch besser, wenn du es besser kannst. Ich kann's bestimmt. Ja, dann machst du. Ja, dann mach du. Ja, ich spiele aber hier die Gitarre. Ja, dann spiel ich die Gitarre. Ich spiele schon die Gitarre. Ja, alles klar. Ja. Ja. Kannst du noch greifen, bitte? Vielen Dank, Herr Präsident!
Danke! Vielen Dank! Zugabe! Ich weiß überhaupt nicht, was der soll mit dieser scheiß Zugabe. Könnt schon längst das eiskalte Bier an der Schneidezähne haben. Ja, natürlich da! Schon längst das Süppchen warm gemacht. Ja, genau. Aber nein, Zugabe! Ich weiß nicht, was der soll. Wenn du im Kino bist, ja, und der Film ist vorbei nach 90 Minuten, da bleibt doch auch keiner sitzen. Noch ein Film! Noch ein Film! So eine Scheiße! Also das mit dieser Zugabe, das ist so unnötig. Also wer das erfunden hat, ja, der gehört zurückgefickt und abgetrieben. Ja, ja, also es ist wirklich. Und mich nervt dann auch dieser Anspruch. Ja, was soll denn das? Ich meine, wir haben doch unseren Job gemacht. Ja, alles klar. Aber nein, wie beim Betreute wohnen. Ja. So eine Scheiße mit der Zugabe. Ja, wer das erfunden hat, naja, ich hab's ja schon gesagt, das ist echt Wahnsinn. Ja. Ja, vor allem haben wir ja jetzt ein Problem. Also ich meine, was wollen wir jetzt machen? Wir haben ja unser Pulver verschossen und was machen wir denn? Keine Ahnung, es bleiben halt noch 2-3 Minuten sitzen, sollen wir uns noch ein bisschen anklotzen. Ja. Ja, okay, machen wir das. Ja. Östin, hat auch noch keiner vor dir gesehen. Außerdem wollen wir nicht den massenhafte Ohnmacht von Frauen unter 20 produzieren. Ja, gut. Alles Scheiße. Danke. Oh, Sekunde, hat vibriert. Ja. Ist dein Telefon? Ja, auf Vibration ist aber nicht so schlimm. Nein, das ist überhaupt kein Vorwurf. Was ist denn passiert? Eine WhatsApp hier von meiner Frau. Fahr bitte vorsichtig. Hab eh nur Schiss, dass ich wieder schaffen muss. Nachher sagen, wenn sie hier in Lauder noch weggehen, da werden sie ja vielleicht irgendwelche Leute treffen. Hier, du warst doch beim Mundstuhl, waren ja keine Karte mehr da, das war ja, ich habe keine bekommen, aber du warst doch da, wie war's denn? Spitze! Werde es sagen. Sie werden sagen, es war Spitze. Es war Las Vegas, ich absolute Wahnsinn. Siegfried und Roy Mehl. Ich hab mich totgelacht, absolute Wahnsinn. Da haben da Dinge gebracht, das kannst du dir nicht vorstellen. Die eine Sache immer mit so einem Softdrink, ich krieg's gerade nicht. Ja, aber das war der Wahnsinn. Allein schon bin ich rausgekommen. Ich hab da unten gesessen, hab mit offenem Mund und hab mit dem Finger aufgehört. Ich hab gesagt, guck mal, da sehen sie. Guck mal, die sehen noch besser aus als im Fernsehen. Guck mal. Oh Gott, der mit den langen Haaren. Wirklich, war wirklich der absolute Knaller. Also es wirklich waren 1,5 Stunden das Hauptprogramm. Das war der Wahnsinn. Aber die Zugabe war beschissen. Beschissen. Unterirdisch. Das war gar nichts. Und ich hab's auch nicht verstanden. Sie meinen sagen, ich hab's auch nicht verstanden. Es zwingt sie ja keiner raus. Ja, genau. Können wir ja hinbleiben, dann geht's sicher, dann gehen wir heim. Genau, ja. Aber das, was die dann gemacht haben, fand ich frech. Das war frech. Das war eine Unfrechheit. Ich wäre für alle besser gewesen, wenn sie gar nicht mehr raus sind. Natürlich. Haben sich hingesetzt und nichts gemacht. Drei Minuten haben nichts gemacht. Und der wirklich, ich muss sagen, bei der Zugabe, ich habe mit anderen auch schon gesprochen, ja. Bei der Zugabe, da ist in mir innerlich in Sachen Mundstuhl, ist was zerbrochen, ja. Da ist was kaputt gegangen, genau. Sowas macht das kann man auch nicht mehr. Das ist unanständig. Mit den lustigen Reichtum beschlossen, das ist doch nicht mehr. Aber hätte alle schon unser Bier trinken können. Natürlich, nee. Da kommen sie raus und machen so eine Scheiße. Gar nicht so eine Scheiße. Da könnte ich kotzen. Bei der Zugabe hätte ich kotzen können. Da haben sie mal das wahre Gesicht des acht so lustigen Komikers. Ja, genau. Da haben sie mal die Maske runtergerissen. Da haben sie gesehen, dass es Arschlöcher sind. Das sind richtige Wichser. Und der größte Wichser ist der ohne Brille. So ein Wichser! Was ist mit dir los hier, Alter? Was guckst du denn ans Fenster? Komm doch rein. Das ist ja super. Ach komm, hier machen wir das alle noch. Ja? Liebe Laura, wir spielen jetzt einen Song, den spielen wir wirklich nur, wenn der Abend Hammer war, wenn es das Publikum auf Händen getragen hat, wenn es echt eine glatte Eins war. Genau. Heute spielen wir trotzdem. So.
So, das Lied ist ein kleines Dankeschön von uns an euch. Das Lied heißt Oder an die Fans. Genau. Und. Yeah! Okay. Das war Beete. Ich hab's auch gehört. Beete in der tiefen Pfeife. Ja, ja, ja. Also aus dem Klimakterium schon wieder raus. Ja, ja, so wie deine Mädchen, die du manchmal da im Urlaub haben. Adamsapfel, die Mädchen. Das machst du eigentlich noch Urlaub auf dem Bauernhof? Was? Machst du das am besten? Das ist auch mit dir, wenn erzählt das gerne auch so Schafe sehen und so. Mit Gummistiefeln, die man so rückwärts, wo man sich da drauf kriegen kann. Die Läufe von den Schafen rein in die Gummistiefeln, dass man wegrennen kann. Ja, ja. Da würde eh nicht wegrennen. Du kennst mich doch. Wenn man die Steißlage vom Kalb überprüft. Guck, ob sie Steißlage, ob sie Steißlage hat. Ja, komm jetzt. Ja. Oder an die Fans. Ja, genau. Also. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ihr seid die besten Fans der Welt. Wir sagen danke schön, wir müssen gehen. Wir müssen gehen, bis wir uns dann in 2 Jahren endlich wiedersehen, denn so wie ihr. Sind auch wir. Ihr schnupft doch alle Kokain. Was? Was singst du da? Was singst du da? Was singst du? Ihr schnupft doch alle Kokain. Das haben wir doch vorhin beschlossen. Auf dem Weg her haben wir gesagt, wir fahren nach Kaiserslautern. Das ist ein sozialer Brennpunkt. Da machen wir die Kokain. Das haben wir doch nicht ernst. Das haben wir doch nicht ausdiskutiert. Wir machen doch hier in Lautern jetzt nicht auf einmal die Kokainstrophe. Ganz normal. Ganz normal. Alles klar. Denn so wie ihr, so sind auch wir. Ihr liegt doch alle auf der Couch und trinkt viel zu viel Bier. Und wenn ihr sterbt, dann denkt daran, wie schön es heute Abend war, das nennt euch keiner mehr. Und irgendwann, ihr werdet sehen, werden wir uns im Himmelsreich dann alle wiedersehen. Auf Wiedersehen. Seid die